ilaha illallahu Allah Allah Muhammad Rasulullah ya maulana Allahumma akhrijna min dhulumati al-wahm wa akrimna bin nur al-fahm waftah alayna bi ma'rifati al-ilm وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wir sind in einer weiteren Reihe im Unterricht über die schönsten Namen Allahs subhanahu wa ta'alas. Und wir sind weiter dabei, uns einigen wenigen kurz gefassten Aspekten dieser großen Bedeutungen und dieser wichtigen Bedeutungen zu nähern. Und wir müssen uns klar sein, dass das, was hier gesagt wird, in Wirklichkeit nur kleine Tropfen von Ozeanen sind, die nie vollständig von Menschen ergründet werden können. Aber ein Tropfen weist auf einen Ozean. Und ein Tropfen Wasser kann für jemanden in der Wüste lebensrettend sein. Und in dem Sinn gehen wir kurz auf diese Namen ein, damit sie zu Wegweisern werden, zu dem Wichtigsten, was ein Mensch wissen kann, und zu dem Wichtigsten, was ein Mensch lernen kann, und zu dem Wichtigsten, womit sich ein Mensch beschäftigen kann, nämlich mit seinem Herrn. In dem Ausmaß, in dem es ihm erlaubt ist, darüber nachzudenken, und dem Ausmaß, in dem wir verpflichtet sind, uns dem anzunähern. Wissen, dass wir niemals erkennen werden, dass wir niemals völlig verstehen werden und dass dennoch die Ausrichtung auf dieses Wissen die wichtigste Ausrichtung ist, die uns im Leben möglich ist. Und die wichtigste Beschäftigung, von der die meisten Menschen heute in Askese leben. Die meisten Menschen heute haben sich in eine freiwillige Askese von dieser Nahrung der Herzen begeben. Und die meisten Menschen hungern und viele verhungern, weil sie sich diese Nahrung nicht gönnen. Und wir gönnen uns viele andere Nahrung, aber wir gönnen uns diese Nahrung meistens nicht. Nahrung ist etwas, was unterschiedlich aufbereitet werden kann, was unterschiedlich gewürzt werden kann, was unterschiedlich verziert werden kann, was unterschiedliche Qualität hat, aber letzten Endes ist jeder Bissen Nahrung. Was wir hier machen, ist, dass wir versuchen, kleine Bissen von dem zu geben, was andere besser könnten und was andere in kunstvoller und schöner und edler und gesunder Form besser präsentieren können. Aber solange nichts Besseres da ist, versuchen wir, kleine Krümel von dem zu geben, was uns möglich ist. Und alle sollen uns Erfolg dabei geben und sollen unsere Herzen nähren dadurch. Und soll das, diese kurzen Unterrichte zu einem Ansporn machen für uns damit mehr zu beschäftigen und uns dieses Wissen von den Leuten des Wissens zu holen und uns auf den Ebenen, auf denen unser Leben wichtig ist, uns noch weiter zum Leben zu bringen. Und wir haben gesagt, dass viele dieser Namen sich in ihrer Grundbedeutung wiederholen und in ihrer Grundbedeutung sehr, sehr ähnlich sind, schwer zu unterscheiden sind. Und es gibt einen sehr, sehr schönen Satz von Sheikh Abdul Qadir al-Sufi, der gesagt hat, die Dunya ist eine Vielheit oder eine Vielfalt, die zerstreut, und der Koran ist eine Vielheit, die sammelt. Und das ist ein sehr, sehr schöner Ausdruck, ein sehr genauer Ausdruck. Ja? Und die Bedeutungen, die wir im Koran sind, auch wenn sie auch die Geschichten, die im Koran sind, die Vielfalt an Versen, an Ayat, die im Koran sind, sind alle dafür da, um den Menschen zu sammeln auf das Zentrum. Während die Vielfalt in der Dunya ist, etwas ist, was uns zerstreut, was uns auseinanderbringt, was unsere Konzentration letzten Endes zerflattert oder wie auch immer. Ja. Und ebenso ist es mit diesen Namen. Diese Namen sind letzten Endes etwas, was uns zu einem Zentrum bringt. Ja. Und wo es gar nicht darum geht, jetzt genau, was ist genau der Unterschied zwischen Namen A und Namen B. Letzten Endes sind hier 99 Namen, die wir hier behandeln, und die uns auf Allah hinweisen. Und die uns auf die Grundeigenschaften hinweisen, die wir von Allah kennen müssen.
die in einigen wenigen Worten zusammengefasst sind. Ebenso wie wir die Grundbotschaft, die wir im Koran lesen, ist La ilaha illallah. Und diese Grundbotschaft wiederholt sich in unterschiedlichsten Formen, unterschiedlichsten Farben, mit unterschiedlichen Geschichten, mit unterschiedlichen Begebenheiten, mit Blick in die Vergangenheit, mit Blick in die Gegenwart, mit Blick in die Zukunft. Das ist der Koran. Er zeigt uns mit unterschiedlichsten Aspekten, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, in Bezug auf den Schöpfer und in Bezug auf die Geschöpfe, was La ilaha illallah heißt. Und das ist das Ziel des Ganzen. Und genau, in dem Sinn, so müssen wir diesen Namen verstehen. Etwas Unterrichtstechnisches, wir werden inshallah heute noch also einige dieser Namen durchnehmen und inshallah das nächste Mal, also nächste Woche, ist noch nicht ganz klar wann, es könnte sein, dass es auf Montag verschoben wird, inshallah das Thema abschließen, das ist noch die letzten der verbleibenden dieser Namen behandeln. Und dann werden wir auf ein anderes Thema eingehen, was ich jetzt schon sozusagen im Vorspann erwähnt habe, nämlich auf den Koran. Und wir werden beginnen, inshallah, mit einem Tafsir der kurzen Suren. Das ist beginnend von Surat An-Nas, Al-Falaq und so weiter, also von den kurzen, von der letzten Sure zurückgehend, inshallah, Juz Amma machen. Weil wir wiederholen diese Suren, oder für einige dieser Suren zumindest im Gebet. Und bei vielen wissen wir eigentlich nicht, was sie bedeuten, warum sie da sind. Ja? Also ich glaube, wir kennen das alle. Wir lesen Qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq und so weiter. Und wir wissen, Nafathat fil 'uqad ist irgendwas mit Knotenanbläserinnen. Aber was haben diese Knotenanbläserinnen mit mir zu tun? Also wenn man sich wirklich überlegt, ja, und diese Brücke braucht man. Diese Brücke ist nicht bei allen Suren leicht zu finden. Sie ist bei manchen leichter, bei manchen schwieriger. Wenn ich Qul huwallahu ahad habe, ist es leichter, diese Bedeutung zu spüren, als wenn ich über Knotenanbläserinnen lese, richtig? Und insofern, weil es so wichtig ist und weil wir auch sozusagen täglich damit konfrontiert sind, also, oder täglich diese Dinge, diese Suren lesen oder manche dieser Suren lesen, möchte ich gern einfach sozusagen ein Tafsir dieser kurzen Suren durchnehmen. Wir haben das in Wien begonnen, in Majelis wie diesen. Und wir werden es inshallah auch mit Online-Unterrichten weitermachen. Gut. Und wir sind jetzt bei zwei Namen angelangt, die sehr eng miteinander verbunden sind, nämlich Al-Muhyi und Al-Mumit. Und Al-Muhyi heißt wörtlich der Beleber, der Lebengebende. Also von Hayya, Al-Hayat. Und Al-Mumit, das ist das Gegenteil, hat mit Maut zu tun, nämlich der Tod, der den Tod bringt. Hier, Sidi Sarouk beschreibt hier Al-Muhyi mit: Er ist der Schöpfer des Lebens und der das Leben schenkt. Für jeden, für den er das Leben bestimmt hat, in der Art und Weise, wie er es will. Und der dieses Leben so lang aufrechterhält, wie er es will. Sei es mit sozusagen vermittelten Ursachen dieser Welt oder ohne, wie er das will, ja. Und Al-Mumit ist der den Tod erschafft. Okay? Und der den Tod über den Lebendigen, also er sagt, der Salatahu, der den Tod auf ihn hetzt. Hetzen ist vielleicht ein komisches Wort hier. Der den Tod sozusagen zu den Lebenden schickt. Wann er das will und auf die Art und Weise, in der er will. Und hier ist ein Akida, also eine Diskussion unter den Gelehrten der Akida zu bemerken oder zu erwähnen. Und zwar, dass die Frage ist: Ist der Tod etwas, was sozusagen eine eigene Entität hat, oder ist der Tod einfach nur Abwesenheit von Leben? Das ist klar. Und die Mu'tazila sagen,
Das ist einfach, der Tod ist sozusagen die Abwesenheit vom Leben. Das heißt, in dem Moment, wo Allah jemanden sterben lassen will, entzieht ihm das Leben und er stirbt. Okay? Und die und Ahl Sunnah wal Jamaah, also die Mehrheitsposition ist die, dass der Tod ein Arid ist, also eine Entität, oder wie sagt man, ein auftretendes, erschaffenes Etwas ist, was Allah schickt. Also es ist nicht die Abwesenheit vom Leben, sondern etwas, was Allah erschaffen hat. Mit welchem Beweis? Allah khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. In Surat al-Mulk, Vers Nummer 2, derjenige, der den Tod und das Leben erschaffen hat, um euch zu prüfen, wer am besten handelt. Okay? Und daraus sagen die Gelehrten, ist der Tod etwas Erschaffenes. Also etwas, was nicht nur die Abwesenheit vom Leben ist, sondern etwas, was erschaffen ist. Okay? Und genau, und im Hadith, dass der Tod, dass am jüngsten Tag die Leute, wie wir wissen, unterteilt werden, die Leute des Paradieses und die Leute der Hölle. Und wenn beide sozusagen im Jenseits ihren Ort haben, dann wird Allah den Tod bringen in Form eines Schafes. Es wird für den Menschen sichtbar sein, also Allah wird den Tod in Form eines Schafes sozusagen zu sichtbar machen. Ja? Das alle sehen, die Leute der Hölle und die Leute des Paradieses. Und dann wird er befehlen, dass dieses Schaf geschlachtet wird. Es wird gesagt, dass Yahya al-Islam diese Aufgabe haben wird, dass dieses Schaf geschlachtet wird und getötet wird. Und dann heißt es, kein Tod mehr ab diesem Tag. Es gibt keinen Tod mehr. Das ist auch ein Beweis dafür, dass der Tod sozusagen eine Entität, eine Existenz hat, die nicht nur die Abwesenheit vom Leben ist. Und wir haben am Wochenende Akide Dahawiyya gelesen. Und da war die Frage, wenn Hadith heißt, in Amlas. Und da haben wir nicht gewusst, was dieses Amlas heißt. Ja? Und da gibt es einen großen Ikhtilaf zwischen den Gelehrten, was dieses Wort heißt. Imam Nawawi zitiert diesen Khilaf, diese Meinungsverschiedenheit. Manche sagen, es ist ein rein weißes Schaf, manche sagen, es ist ein weiß und also ein hell und dunkel geflecktes Schaf, wo das Weiß mehr ist und so weiter. Das ist eine Farbbezeichnung. Mir interessiert das jetzt nicht. Okay? Gut. Also er ist ja der Leben und Tod erschafft. La ilaha illahu yuhyi wa yumit. Das wird durch an. Er schenkt Leben und er bringt den Tod für die Menschen. Und es wird gesagt, dass vier Namen, Al-Mubdi'u, Al-Mu'id, Al-Muhi und Al-Mumit, der Beginner, der zurückkehren lässt, der Leben schenkt und der Tod schenkt, sind die vier Grundeigenschaften, die Göttlichkeit bedeuten. Die Macht Gottes über die Geschöpfe bedeuten. Und er sagt, wer sich darüber im Klaren ist, wer sich darüber bewusst ist, dass Allah derjenige ist, der Leben und Tod gibt, kümmert sich nicht mehr um Leben und Tod. Das heißt, es wird für ihn Leben und Tod und wann er sterben wird und die Angst vor dem Tod keine Rolle mehr spielen, sondern was für ihn noch wichtig ist für diesen Menschen, der sich dessen bewusst ist und der sich in seinem Inneren dessen bewusst ist, ist, dass sein Herz verbunden ist mit dem, der Leben und Tod schenkt, aber nicht mehr mit Leben und nicht mehr mit Tod. Gestern hat der Gelehrte gesprochen zum Anlass von Hijra. Und er hat gesagt, das größte Kennzeichen dieser Umma ist Takbir, Allahu Akbar. Das größte Kennzeichen dieser Umma ist Allahu Akbar, Takbir. Okay? Und er sagt, das, was wir lernen müssen, ist, diese Bedeutung in unser Herz zu bringen. Dass wir wirklich wissen, Allahu Akbar ist größer als alles. Größer, er hat gesagt, größer als irgendwelche Mächte, größer als meine Gelüste, größer als politische Parteien, größer als Staaten,
größer als irgendwelche weltlichen Mächte und größer als alle Katastrophen in dieser Welt und größer als Leben und größer als Tod. Und das ist eine der Ziele, warum wir das lesen. Einfach um uns diese Bedeutung aus unterschiedlichen Aspekten zu nähern. Also wenn man 99 Namen hat, dann letzten Endes nähert man sich von 99 verschiedenen Seiten dieser einen Bedeutung. Allahu Akbar und La ilaha illallah. Das sind die Grundbedeutungen, die wir zu leben haben. Und wir wissen das und wir wissen das und trotzdem brauchen wir immer wieder diese Erinnerung. Und das heißt, einer der Zeichen von Aufrichtigkeit eines Menschen ist, dass er etwas ein zweites Mal hört und ein drittes Mal hört und ein viertes Mal hört und immer wieder davon profitiert. Das ist Zeichen von Aufrichtigkeit. Umgekehrt, ein Zeichen von Unaufrichtigkeit ist es, wenn ich ein Hadith, eine Ayah, irgendwas höre, was wichtig ist, und sagt, das kenne ich doch schon. Weil, kennst du es wirklich? Weißt du, was es heißt, Kul Huwallahu Ahad? Weißt du wirklich, was es heißt? Hast du es wirklich überlegt? Bist du wirklich bewusst darüber? Hast du es wirklich implementiert in deinem Leben? Und das ist die Frage für uns. Weißt du, was Allahu Akbar heißt? Okay, und wenn es für Allahu Akbar gilt, dann gilt es für jeden Hadith, gilt es für jede Ayah im Koran, gilt es für jede Weisheit, die Gelehrten gesagt haben, egal wie oft ich sie höre. Ich werde immer wieder, werde ich mich erinnern und wird es sinnvoll sein und werde ich wachsen daraus. Und wie geht man, was profitiert man selbst von diesen Namen? Er sagt, einerseits durch die absolute Unterwerfung unter dem, der Leben gibt und Tod gibt. Und andererseits, dass man sich bemüht, sich selbst zum Leben zu bringen. Durch Gehorsam und alles, was mit Ungehorsam zu tun hat, in sich selbst zu töten. Al-Muhi wa al-Mit. Dass man, also wie profitiere ich davon? Indem ich versuche, mich selbst zum Leben zu bringen, mein Herz zum Leben zu bringen, meine Seele zum Leben zu bringen, indem ich Allah gehorsam bin. Allah gegenüber gehorsam bin und indem ich das, was in mir ist, was mich zu ungehorsam antreibt, versuche absterben zu lassen. Ist der Jibu lillahi wa lirasuli إذا دعاكم لما يحييكم antwortet oder folgt Allah und dem Gesandten, wenn er euch zu dem aufruft, was euch zum Leben bringt. Das Koran. Das heißt, dieser Risala ist dafür da, der Ruf des Propheten, also der Ruf des Korans, also der Ruf des Propheten, also die Offenbarung ist dafür da, uns zum Leben zu bringen. Und dieses Leben hat eben mehrere Aspekte. Ein Aspekt ist der Aspekt des Lebens unseres Körpers und der andere größere Aspekt ist das Leben unserer Herzen, unserer Seelen, unseres Glaubens. Und dieser Aspekt ist wichtiger. Warum? Weil das Leben meines Körpers ist erstens von Grund auf vergänglich, okay? Und ist auf Vergängliches bezogen. Und die Freuden des Körpers sind aufs Vergängliche bezogen. Das heißt, wenn wir jetzt hier sitzen und wir bekommen eine gute, wohlschmeckende Nahrung, okay,
dann bringt es unserem Körper Leben. Das Problem ist, diese Nahrung wird uns morgen, spätestens übermorgen, wieder verlassen. In einer Form, die jeder für die für jeden abstoßend ist. Okay? Und die Kraft, die aus dem entsteht, ist von ihrer Natur her ist zwar notwendig und wir sind verpflichtet, uns darum zu kümmern, ist keine Frage, aber sie ist halt kurzdauernd. Ja? Während, wenn wir die Nahrung dieser Dinge, die wir jetzt lesen, richtig verstehen und das mit einer richtigen Absicht machen, das ist das Wichtigste, wenn wir mit einer richtigen Absicht diese Nahrung zu uns nehmen, diese geistige, seelische Nahrung zu uns nehmen, dann wird uns das ein Leben bringen, das bis in die Ewigkeit andauert. Und nicht abnimmt, sondern wenn wir es richtig machen, stärker wird und schöner wird und kräftiger wird und nie etwas hervorbringen wird, was schlecht und übel ist, sondern im Idealfall zu einem Baum wird, der gute Früchte bringt. Im Idealfall. Und das ist der Sinn von diesen Sitzungen, das ist der Sinn von Unterrichten und das ist der Sinn von Versammlungen wie dieser. Dass man zusammenkommt und dass man diese Dinge, dass man sich diese Nahrung gönnt, dass man diese Nahrung verteilt mit der richtigen Absicht. Und wenn die richtige Absicht da ist, wenn die richtigen Informationen da sind und wenn das Ganze noch dazu verbunden ist mit einem Senat, der zum Propheten Salah Salim führt, dann ist das Ganze eine Nahrung, die große Früchte tragen wird. Aber vom Grund, also vom Grundpotenzial her, ist es etwas Ewiges. Okay? Also soll uns das schenken und soll unsere Absichten korrigieren, inshallah. Und soll das von uns annehmen, mit allen Fehlern, mit allen Mängeln in unseren Absichten, mit allen Mängeln in der Durchführung dessen, was wir machen. Aber er soll das Wenige annehmen, das Wenige zu viel werden lassen und aus seiner Großzügigkeit heraus, inshallah, die Fehler, die wir in dem Ganzen, die von uns sind, einfach zum Guten wandeln und unsere Zustände korrigieren, inshallah. Der nächste Name, mit dem wir uns beschäftigen, ist Al-Hayy. Al-Hayy ist wieder mit der gleichen Wurzel verbunden, nämlich mit der Wurzel von Hayat, nämlich Leben, lebendig, ja, der Lebendige. Und zwar ist es, wenn man sagt, Allah ist der Lebendige, dann meint man damit, er ist der durch absolutes Leben ausgezeichnet ist. Durch ein absolutes Leben, das völlig unabhängig von allen ist und dem niemals Tod oder Vergehen berührt, das niemals Tod oder Vergehen berühren kann. Okay? Und er sagt, wer weiß, dass Allah der Lebendige ist, der niemals stirbt, der wird sich absolut auf ihn verlassen, ohne sich jemals in seinem Inneren dem zuzuwenden, der stirbt. Also er wird sein Inneres auf den konzentrieren, dessen Leben absolut ist und wird sich nicht ablenken lassen von denen, die sterben. In Surah Al-Furqan, Vers 58 heißt es: Wa tawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamut wa sabbih bihamdihi wa kafa bihi bi dhunubi 'ibadihi khabira. Und vertraue auf den Lebendigen, der niemals stirbt. Das ist der Beweis für diesen Namen. Al-Hayy alladhi la yamut. Und vertraue auf den Lebendigen, der niemals stirbt, und lobe ihn im Lobpreisen sozusagen. Und sein Wissen über die Sünden seiner Diener ist ausreichend. Okay? Also vertraue auf ihn und sei dir bewusst, dass sein Wissen über deine Sünden ausreichend ist. Okay? Der nächste Name ist Al-Qayyum. Sidi Saduq sagt hier: Huwa al-qa'im bi nafsihi alladhi la yaftaqiru ila ghayrihi wa huwa al-qa'im bi ghayrihi min khalqihi. Also ganz kurz, vergessen die Einleitung zu machen. Also Al-Qayyum, der Name Al-Qayyum kommt von Qama, von stehen.
Ja, also wenn man sagt, das Mikrofon steht, dann sagt man Karma, der Sheikh. Ja? Das ist die Wurzel davon, stehen. Und die Grundbedeutung ist folgende. Wenn wir stehen, also unsere Existenz steht, unser Körper steht auf etwas. Das heißt, wir brauchen einen Platz, auf dem wir stehen. Wir brauchen einen Raum, in dem wir bestehen. Wir brauchen etwas unter uns. Wir brauchen Raum. Wir brauchen etwas, das uns hält. Und Allah subhanahu wa ta'ala ist Qayyum in dem Sinn, er steht und besteht in sich, ohne nach irgendetwas bedürftig zu sein, ohne irgendeinen Bedarf, weder nach Raum noch nach etwas unter sich, über sich zu sehen, weil es diese Kategorien in seiner Existenz nicht gibt. Okay? Und gleichzeitig hat Qayyum etwas zu tun damit, dass er sozusagen für die Existenz anderer zum Bestehen bringt, sozusagen. Also dass er besteht in sich, ja, und alles besteht durch ihn. Alles besteht durch ihn und durch seine Macht und durch seine Kraft. Min arifa ennahu al-qayyum wathaqa bihi wa nasiya dhikra kulli shay'in bi dhikrihi. Wer weiß, dass, also Sayyid al-Saruq sagt, wer sich bewusst dessen ist, dass Allah Qayyum ist, wird absolutes Vertrauen zu ihm haben, und wenn er Allahs gedenkt, wird er das, oder im Gedenken Allahs, wird er das Gedenken an alles andere vergessen. Und wird nichts anderes bezeugen, außer die Qayyumiyya, also die Tatsache, dass Allah subhanahu wa ta'ala Qayyum ist, also das Bestehen Allahs. Und dieses Bewusstsein, dieses sich verlassen auf Allah, dass man selbst durch ihn besteht, und nichts außer ihm nützt, nichts anderes außer ihm Kraft hat, nichts anderes außer ihm Macht hat, ist das, was sozusagen, was wir durch diesen Namen gewinnen können. Und das ist etwas, was wir uns jetzt in dieser Situation, in der wir sind, was wir auf der Welt sehen, in jeder Sekunde bewusst sein müssen. Es gibt nichts, was Allahs Macht in irgendeiner Weise entgegenstehen könnte. Wir haben das am Wochenende bei Aqidat al-Hawiyya erwähnt, und ich erwähne es noch einmal. Es gibt ein ganz gefährliches Missverständnis, nämlich eine Dialektik zwischen, also dieses Denken, ja, Allah ist das Gute und irgendwas ist das Schlechte. Ja, also Allah ist das Gute und Shaitan ist der Schlechte. Das eine ist die gute Kraft und Allah ist die schlechte Kraft. Das ist die gute Macht und das ist die schlechte Macht. Ja. Und dann symbolisiert, also dann denkt man noch sozusagen, dass irgendwelche Länder und Staaten sozusagen die Verkörperungen der schlechten Macht sind. Ja. Und die haben, also ich finde es lustig, dass man heutzutage, wenn man sagen würde, ja, der und der Staat ist ganz böse und hat so und so viele Leute umgebracht, dann ist jeder, ja, stimmt und Wahnsinn und okay, das, ich meine, diese Ungerechtigkeiten nicht, wir ignorieren diese Ungerechtigkeiten nicht, aber niemand findet was dabei, über die Macht von Staaten zu sprechen, über die Macht von irgendwelchen Militärkräften zu sprechen und so weiter. Und die haben so und so viele Leute umgebracht, und die haben das gemacht und die haben jenes gemacht. Ja. Und wenn ich sagen würde, keine Ahnung, ein Wali hat dieses und jenes gemacht, sag mal, Schirk. Ja, und das ist wirklich lustig, lustiges Denken. Ja. Und wir müssen die Sache richtig verstehen. Wir müssen wissen, alles, was passiert, alles, was geschieht auf der Welt, also es gibt nichts, was Allah in seiner Macht in irgendeiner Weise konkurrieren könnte. Und alles, was geschieht, ist in dem
was Allah zulässt und was er will, was seinem Willen entspricht. Und wir haben in manchen Bereichen die Aufgabe, gegen Schlechtes vorzugehen. Und in manchen Bereichen haben wir die Aufgabe, uns einfach zu akzeptieren und zu wissen, dass Allah ist, der das in Kontrolle hat. Und das zu wissen, und das zu unterscheiden, ist nicht etwas, was ich aus Gefühlen heraus mache und was ich aus meinen Emotionen heraus mache und aus meiner politischen Einschätzung heraus mache, sondern es ist etwas, was die Scharia vorgibt. In dem und dem Bereich hast du die Aufgabe, dich um Gutes zu kümmern und etwas Schlechtes zu verwehren. In dem und dem Bereich kannst du es nicht und hier musst du einfach sagen, okay, hier ist meine Kompetenz zu Ende und ich muss akzeptieren, dass Allah subhanahu wa ta'ala diese Situation hier geschaffen hat und dass ich hier nicht die Aufgabe habe, was dagegen zu machen. Und das zu unterscheiden ist natürlich die Kunst. Okay? Aber dennoch immer dieses Bewusstsein zu haben, es gibt keine Kraft und keine Macht, die Allah in irgendeiner Weise entgegentreten könnte. Und noch was wir auch besprochen haben in dem Zusammenhang, Yankuruna wa yankurulla wallahu khairul makirin. Sie schmieden Pläne und Allah schmiedet Pläne. Und Allah ist der, der die besten Pläne schmiedet. Und unsere Aufgabe ist es nicht, Pläne zu schmieden. Wir haben die Aufgabe, in bestimmten Dingen bestimmte Sachen zu verhindern, bestimmte gute Dinge zu machen und so weiter. Aber unsere Aufgabe ist es nicht, Pläne zu schmieden. Sondern lass die Pläne. Sie planen, Allah plant und Allah ist der die besten Pläne macht. Und wisse, dass Allah die besten Pläne macht. Und wisse, dass er jetzt Pläne macht. Und die besten Pläne macht. Und wisse, dass er die Pläne viel besser kennt als du und ich. Okay? Was nicht bedeutet, dass wir gleichgültig werden. Was nicht bedeutet, dass uns die Welt nicht interessiert. Das nicht bedeutet, dass uns das nicht schmerzt, was passiert. Okay? Aber dieser Schmerz, dieses sich kümmern, dieses Engagement muss in einer Beziehung stehen zu dem, was wir über Allah kennen, wozu uns Allah verpflichtet hat. Der nächste Name ist Al-Wajid. Und Al-Wajid ist sehr eng verbunden mit dem Namen Al-Rani, der Reiche. Al-Wajid heißt unbedürftig, nicht bedürftig nach irgendetwas. Also, er ist unbedürftig, er braucht nichts und nichts kann ihn sozusagen machtlos machen. Und das zu wissen soll dazu führen, dass wir von niemand anderen etwas verlangen, außer von ihm und uns über seinen Reichtum, über seinen Reichtum sicher sind. Und sicher sind, dass er großzügig ist. Und sicher sind, dass er unsere Duas hört. Und diese Mischung, jemand ist reich, großzügig und erreichbar für dich. Was willst du mehr? Ich habe mich ähnlich einmal Sheikh Aslam gefragt, bei seiner Akademie in Birmingham. Ich habe ihn gefragt, ja, wie er einen Plan gehabt hat, wie willst du das finanzieren? Und er hat gesagt, wenn Allah bankrott geht, dann werde ich aufgeben. Ein sehr tiefes Verständnis. Und Sidi Sarok erwähnt hier eine Geschichte, die sehr bekannt ist. Ich glaube, sie ist aus Risale Kosheria, glaube ich. Er sagt hier, einer der Salihin hat erzählt, es war eine Hungersnot. Und er sieht irgendeinen Menschen, der herumgeht in dem ganzen Elend, das da war, und der geht herum und lächelt und ist glücklich und ist irgendwie so leicht und unbeschwert und so weiter. Und er geht zu ihm und sagt ihm, was ist los mit dir? Ja, warum bist du in diesem Zustand? Ja, warum, also, du siehst, was los ist hier und in welchem Elend wir alle sind und so weiter. Und er sagt, ich habe einmal einen Sklaven gesehen, der gewusst hat, dass sein Herr, also sein Besitzer,
ein bestimmtes Dorf besitzt und in dem Dorf gibt es halt Landwirtschaft und das ist irgendwie reich. Okay? Und dieser Sklave war irgendwie so, ich habe gesehen, der ist so unbeschwert und fröhlich und irgendwie fühlt sich so sicher und so, hat keine Angst vor irgendwas, weil er sagt, ja, mein Herr hat doch, ist doch Großgrundbesitzer, würde man heute sagen, ja. Er ist doch Großgrundbesitzer und wofür soll ich Angst haben? Okay? Und dann sagt er, und dann habe ich erkannt, ich bin der Sklave von einem Herrn, dem Himmel und Erde gehören, so, warum soll ich Angst haben? Der nächste Name ist Al-Majid. Hat etwas zu tun mit edel, erhaben, schön. Jemand, der einen hohen, sehr, sehr hohen Rang innehat. Und dessen Ehrenwürdigkeit gewaltig groß ist. So, das ist der Bedeutung von Majid. Es ist sozusagen die letzte, die höchste Stufe von, die letzte Stufe von Schönheit und von Ehrenhaftigkeit und von Würde. Von Majid. Und wer sich bewusst ist, dass Allah Al-Majid ist, dessen Himmer, dessen innere Motivation wird sich erhöhen und wird hochsteigen zu ihm. Und wird sich erheben über die Orientierung an den Geschöpfen. Also wenn du weißt, dass Allah der ist, der Majid ist, dann wirst du keinen Majid mehr, keine Ehrenhaftigkeit, keine Schönheit mehr unter den Geschöpfen suchen. Okay. Dann kommen drei Namen, die sehr eng miteinander verbunden sind, nämlich Al-Wahidu, Al-Ahadu und As-Samad. Der erste ist Al-Wahid, der Eine. Der Eine, also der, ich sage es mal wörtlich, es ist Al-Wahid, ist wörtlich einmal der Eine, okay? In seinem Selbst, in seinem Wesen, in seinen Eigenschaften, in seinen Handlungen. Der nicht geteilt und nicht in Einzelteile sozusagen, also nicht geteilt werden kann. Der keinen Platz einnimmt, der einmalig ist in seinen Eigenschaften, der nichts und niemanden ähnlich ist. Und einzigartig in seinen Handlungen, keinen Paten hat und nichts hat, das ihm gleichkommt. Es gibt den berühmten Hadith, Inna Allah witrun wa yuhibbul witr. Witr auf Arabisch ist ungerade. Ja, Shafa und Witr. Schäfer ist gerade, gerade Zahlen, 2, 4, 6, 8, 10 ist Schäfer und Wutter ist 1, 3, 5. Okay? Die Schäfeiten beten jetzt zum Beispiel getrennt Schäfer und Wutter, ja, 2 und 1. Okay? Und das ist so, wenn man zum Beispiel, ich weiß nicht, wenn man jetzt Datteln, man nimmt Datteln zum Beispiel und dann will man 2 nehmen, heißt Autor, ja, nimm mal Dritte, weil Allah ist Wutter und er liebt Wutter. Okay? Und Sidi Sarok sagt, das bedeutet, Allah ist einer und er liebt den, dessen Herz eines ist für ihn. Habib Mama sagt immer, sei einer für einen. Sei einer für einen. Sei nicht 10, sei nicht 10 Personen. Hier da und so, also hier so und dort so und so weiter. Sei einer für einen. Und die Art und Weise, sich diesen Namen zu nähern, ist in beiden Welten nichts anderes als einen zu sehen.
nichts anderes als einen zu bezeugen. Und der nächste Name ist sehr eng mit dem verbunden, nämlich Al-Ahad. Und Al-Ahad heißt auch einer, aber es heißt einzig. Also es ist eine Verstärkung, der Einzige. Okay? Das ist eine Betonung dieser Einzigartigkeit. Die Folge dieses die Wirkung dieses Namens, sagt er, ist die, dass man mit im Gedenken an ihn, den Einzigen, alles andere vergisst und mit dem Befehl Allahs alle anderen Befehle vergisst. Mit dem, was Allah und As-Samad ist von der Bedeutung her relativ komplex. Er sagt hier, es ist derjenige, der in allen Angelegenheiten, allen Bedürfnissen angestrebt wird, wörtlich. Also das die Grundbedeutung von Samada ist Kassada, jemanden anzustreben, sich auf jemanden zu richten. Und er ist der, an den sich alle Bedürfnisse, also in dem sich alles in seinen Bedürfnissen richtet. Das ist alles in seinen Bedürfnissen anstrebt. Das heißt, von dem alles abhängig ist. Es geht wieder um diese absolute Existenz, um die Autonomie Allahs und die absolute Abhängigkeit, alles von ihm. Andere Erklärung davon ist Alladhi la yut'am, der nicht ernährt wird. Was heißt das, der nicht ernährt wird? Es ist wieder diese Bedeutung von Unabhängigkeit, der nichts braucht, um zu leben. Er gibt und erhält alles, was ist am Leben, aber er braucht nichts. Und das ist die Bedeutung von Samad. Andere Bedeutung ist Manahu Sayyid, der Herr. Und es gibt noch andere Erklärungen in dem Zusammenhang. Also Samad ist ein relativ komplexes Wort, das aber alles sozusagen um eine bestimmte Grundbedeutung kreist. Und er sagt, derjenige, der weiß, dass Allah der Samad ist, wird sich niemals an jemand anderen orientieren, wird sich niemals in seinen Bedürfnissen mit seinem Herzen und mit seinem ganzen Sein an jemand anderen wenden. Und wird in all seinen Zuständen unabhängig sein. Also unabhängig sein in dem Sinn, dass er weiß, dass hinter jedem Geben und hinter jedem Nehmen Allah ist. Das heißt nicht, dass ein Mensch sozusagen nichts mehr mit anderen Menschen zu tun hat, mit anderen Geschöpfen zu tun hat, weil Allah diese Dunya so konstruiert hat, dass wir voneinander abhängig sind. Okay? Aber die Frage ist, was sehen wir in unseren Herzen? Sehen wir in unseren Herzen die Abhängigkeit von Geschöpfen oder sehen wir die Realität, die dahinter steht, nämlich dass die Geschöpfe in völliger Abhängigkeit von Allah sind? Das meine ich hier mit der Unabhängigkeit. Und dann sagt er eine schöne Bedeutung davon, also eine schöne Konsequenz davon. Er sagt, wenn man diesen Namen kennt, was macht man damit? Wenn man die Abhängigkeit der Geschöpfe kennt, dann führt es dazu, dass man auch bereit ist, sich um die Bedürfnisse der Geschöpfe zu kümmern. Um sozusagen diesen Namen Allahs in sich zu verwirklichen. Soweit Allah die Möglichkeit dazu gibt. Also in der Bedürftigkeit der Geschöpfe liegt eine Aufgabe, uns um die Bedürftigkeit so weit wie möglich zu kümmern und sozusagen so gut wie möglich zu sein zu den Geschöpfen. Und er sagt, und möglichst sich zu trainieren, das ist ein anderer Aspekt davon, sich möglichst zu trainieren, die Gelüste von Essen und Trinken in sich selbst zu schwächen, um sozusagen dieses Samadhi näher zu kommen. Also wir können das Samadhi ist ein Name, der absolut für Allah gilt. Ja? Aber uns dieser Eigenschaft zu nähern, indem wir uns möglichst, soweit wir das können, soweit es nicht in der menschlichen Kraft steht, uns unabhängiger zu machen von dem, was an Nahrung und an materiellen Grundlagen vorhanden ist. Und das ist interessant, weil
weil wir in einer Kultur leben, die eigentlich den Menschen völlig in diesen materiellen Bedürfnissen versklavt und eigentlich nur darauf ausgerichtet ist, möglichst viele neue Bedürfnisse zu schaffen, die eigentlich keine Bedürfnisse sind. Also im Hirn, in unseren Hirn, in unseren Herzen eigentlich, in unseren Herzen, immer neue Bedürfnisse zu schaffen, die eigentlich keine Bedürfnisse sind, aber die wir für Bedürfnisse halten. Also Dinge, die eigentlich mit der Perfektion von materiellem Leben zu tun haben, die nicht schlecht ist, die gegen die nicht spricht, aber die zu Grundbedürfnissen zu machen. Und das ist die Katastrophe dieser Zeit. Dass man das zu Grundbedürfnissen wird, bestimmten Lebensstandard zu haben, der eigentlich weit über Grundbedürfnisse hinausgeht. Ja. Und hier ist sozusagen eine andere Richtung vorgegeben, nämlich mach dich so weit wie möglich unabhängig von diesen Dingen. Zumindest innerlich. Um damit die vollkommene prophetische Stufe zu erreichen. Und die vollkommene prophetische Stufe ist in dieser Hinsicht ausgedrückt, zum Beispiel im Text von Imam al-Bersanji. Er ritt ein Kamel, ein Pferd und einen Esel, der von einem König geschenkt wurde. So schön ausgedrückt. Das klingt so banal, okay, Kamel, Pferd, Esel. Aber was heißt das? Dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam das verwendet hat, was da war. Er ist da gekommen, hat gesagt, gibt es Essen zu Hause? Und wenn es nichts, kein Essen geben, dann fasten wir. Und das ist eine der unzähligen, großartigen Aspekte, die uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam lernt. Nimm die Dinge so an, wie sie sind. Und mach dich nicht abhängig. Mach dich nicht abhängig von dem Auto. Okay, wenn du dieses Auto hast, Bismillah, wenn du Kamel damals war nobles Gefährt. Wenn du das Kamel hast, dann steht dir zur Verfügung, Bismillah. Wenn du einen Esel hast, Bismillah. Wenn du scheinbar unterdrückt bist, und in den Zeiten, in denen der Prophet scheinbar unterdrückt war, war er in Wirklichkeit der Herr aller Welten. Also nicht der Herr aller Welten, der Herr unter den Geschöpfen. Ja? Und in der Zeit, wo er siegreich war, war es genauso. Vorher und nachher war es gleich, hat sich nichts geändert. Aber als er nach Mekka al-Mukarrama gekommen ist, siegreich, in den größten Sieg, den es in der Geschichte der Menschen gegeben hat, hat es geheißen, sein Bart hat die Haare vom Pferd berührt. Warum? Weil sein Kopf so niedrig war als Bescheidenheit. Gut, dann noch zwei Namenspaare, dann sind wir fertig. Also zwei Namen, die sehr eng zusammengehören wieder, ist Al-Qadir und Al-Muqtadir. Al-Qadir und Al-Muqtadir. Beides hat natürlich zu tun, wenn man Aqida gelernt hat, mit Qudra, mit Macht. Also, wenn man zu einem Menschen Qadir sagen würde, würde man sagen, der Könnende, der etwas kann. Ja? Und Allah subhanahu wa ta'ala ist der handelt im absoluten Sinn, absolut mächtig, ohne irgendein Instrument dafür zu brauchen. Okay? Wir sind immer abhängig von Instrumenten. Ja? Also ich sage, ich brauche die Feder, um zu schreiben. Ich schreibe mit der Feder. Ohne die Feder könnte ich nicht schreiben. Okay? Das ist ein Instrument. Und Allah braucht keine Instrumente, sondern handelt vollkommen frei, ohne dem, ohne irgendwas zu brauchen. Und Al-Muqtadir ist die ähnliche Bedeutung, mit noch stärker, also der absolut Könnende, der absolut Mächtige, der zu allen fähig ist, in allen, im Großen und Kleinen. Okay? Und wer weiß, dass Allah subhanahu wa ta'ala zu allen mächtig ist, wird sich an niemand anderen wenden, außer an Allah. Was heißt das? Das heißt, in meinem Herzen, in meinem absoluten Bewusstsein wende ich mich an niemanden außer Allah. Ich habe es vor langer Zeit einmal erzählt, in den Online-Unterrichten, jetzt noch einmal, jetzt vor kurzer Zeit mal, also in den letzten Jahren,
war eine Gruppe von, war im Jemen eine große, also so politisch sehr schwere Situation. Und es sind Leute gekommen und die haben gesagt, also es war eine große Gruppe von Leuten formiert in Tarim. Und die haben gesagt, wir müssen gegen diese Ungerechtigkeit vorgehen, wir müssen auf die Straße gehen, wir müssen protestieren, wir müssen die Dinge ändern, wir müssen also irgendwie Großdemonstrationen machen. Und sind zu einem Scheich gekommen und haben gesagt, ja Scheich, wir wollen gern das, wir wollen gern demonstrieren, für unsere Rechte einstehen, für gegen die Ungerechtigkeit und so weiter. Wir wollen sozusagen unsere Stimme erheben. Unsere Stimme erheben vor den Herrschern. Und der Scheich hat gesagt, ja, bismillah, gut. Wir machen das morgen. Aber heute Nacht machen wir eine andere Demonstration. Nämlich, ihr kommt um 3 Uhr morgens und wir erheben unsere Stimme vor dem, der die absolute Macht hat. Und beschweren uns über die Ungerechtigkeit vor dem, der die absolute Macht hat. Und treten für das Gute ein vor dem, der die absolute Macht hat. Und wenn wir das getan haben, morgen gehen wir auf die Straße. Und wer ist gekommen? Niemand. Gut. Das letzte. Al-Muqaddimu wal-Mu'akhiru. Muqaddim heißt derjenige, der etwas nach vorstellt, der etwas also vorne und wie kann man sagen, kann man es gut übersetzen, Muqaddim al-Mu'akhir, der etwas, der die Dinge nach vorlegt und nach hinten legt, wortwörtlich. Gibt es ein besseres Wort dafür? Also auf Arabisch Qudam ist vorne und oder in zeitlicher und in örtlicher Abfolge. In zeitlicher und in örtlicher Abfolge, der etwas vorher macht, nachher macht, vorangehen lässt, hinten anstellen und so weiter. Und zwar ist es, sind es Dinge, dass Allah, also beide Namen haben damit zu tun, dass Allah jedem Geschöpf von allen erschaffenen Dingen eine bestimmte zeitliche Folge zuweist. Also nicht nur, dass Allah uns erschaffen hat, die Dinge erschafft, sondern auch, er bestimmt, was zuerst kommt und was zuletzt kommt. Okay? Und das ist etwas, was mit Tachsis zu tun hat, mit dass Allah aus seinem Willen, aus seiner Macht heraus die Dinge zuordnet, genau ordnet, genau in eine richtige Reihenfolge bringt. Okay? Und er sagt die Folge, die uns aus diesem Bewusstsein entstehen kann, dass Muqaddim und Mu'akhir ist die, dass der Mensch zwischen Hoffnung und Angst bleibt und dass er weder im Zustand einer Katastrophe und im Zustand von Leid verzweifelt, noch sich im Zustand von Glück und Bequemlichkeit sicher fühlt. Weil Allah die Dinge ordnet, in unserem Leben bestimmte Reihenfolgen festlegt, in unserem Leben bestimmte Prüfungen festlegt, in bestimmte Dinge vorher kommen lässt, bestimmte Dinge nach denen kommen lässt. Manchmal lässt er Glück kommen, danach Unglück, manchmal Unglück und danach Glück. Manche Leute haben gesagt, wenn sie im großen Glück sind, dann haben sie eher Angst davor, macht es eher unglücklich, weil sie wissen, dass nach dem großen Glück vielleicht eine schwere Phase kommt. Und wenn sie in einer schweren Phase sind, haben sie sich wohler gefühlt, weil sie gewusst haben, dass nach der schweren Phase Erleichterung kommt. Und es gibt ein Hadith, in dem es heißt, mit Habis guten Sennet, in dem es heißt, Intizarul al-Faraj Ibadah, das Warten auf Erleichterung ist ein Gottesdienst. Das Warten auf Erleichterung ist ein Gottesdienst. Und ebenso ist er al-awwalu wal-akhir, der Erste und der Letzte. Was bedeutet, er ist der, dessen Existenz keinen Beginn hat und dessen Existenz kein Ende hat. Und Isis Ruk sagt, eine der Dinge, die wir daraus lernen können, dass wir uns auf ihn, auf Allah subhanahu wa ta'ala besinnen, am Anfang jeder Handlung und am Ende jeder Handlung. Dass wir alles mit ihm beginnen und mit ihm beschließen. Und in dem Sinn
beschließen wir den Unterricht in der Hoffnung, dass uns diese Dinge, dass uns die Worte näher zu ihm führen, unsere Herzen stärker an ihm binden, unsere Hoffnungen stärker an ihm binden und seine Ängste, unsere Ängste stärker an ihm binden und uns wissen lassen, dass es nichts gibt, auf das wir mehr hoffen können als Allah und dass es nichts gibt, vor dem wir mehr Angst haben sollen als vor Allah. Sallallahu alaihi wa sallam, wa alihi wa sahbihi wa sallam, taslima. Die erste Frage bezieht sich darauf, ist es Allahs Wille, was auf der Welt alles geschieht an Schlechten, an Kinder, die sterben, an politischen Unterdrückungen und so weiter, an Kriegen und so weiter. Das ist eine Akida-Frage, die sehr weit führt und die man vielleicht, wenn man sich die Unterrichte von Harida und so weiter ansieht, die wir veröffentlicht haben, wird es vielleicht klarer. Prinzipiell, es gibt alles, was geschieht, ist Allahs Wille, aber nicht alles, was geschieht, geschieht zu Allahs Zufriedenheit. Allah befiehlt Gerechtigkeit, okay, und er lässt Ungerechtigkeit zu, weil würde er es nicht zulassen, dann heißt es, dass die Ungerechten Allahs Willen und Allahs Macht übertrumpfen sozusagen, und das ist unmöglich. Weil dann würde es andere Kräfte, andere Mächte, andere Götter aus Allah geben. Er befiehlt uns Gerechtigkeit und er lässt Ungerechtigkeit zu von den Menschen, um sie letzten Endes im richtigen Leben, nämlich im Leben im Jenseits, wieder der Gerechtigkeit zuzuführen. Also jeder Ungerechte, jedes, ob das ein Einzelmensch ist oder ein politisches System oder ein Militär oder ein Staat, was auch immer, denen wird die Möglichkeit gegeben, jetzt ungerecht zu sein. Und in diesem kurzen Leben, das einige wenige Jahre dauert und relativ ist und dessen Früchte sehr, sehr knapp und kurz sind, um dann im richtigen Leben, das mit Yom al-Qiyamah beginnt, oder das eigentlich mit Tod beginnt, einer absoluten Gerechtigkeit zugeführt zu werden, die nichts auslässt, nichts, kein nicht einmal Haaresbreite von Ungerechtigkeit kennt oder von Vergessen kennt oder von Übermanntsein, irgendwas. Ja? Eine absolute Gerechtigkeit. Und das ist das Schicksal derer, die jetzt ungerecht sind. Und wir in dieser Welt sind verpflichtet dazu, wir als Muslime sind verpflichtet dazu, soweit wir es können und dürfen, Gerechtigkeit herzustellen. In dem Ausmaß, in dem wir es können. Okay? Was nicht bedeutet, dass Allah mit dem, was auf der Welt passiert, zufrieden ist. Zufriedenheit ist was anderes. Und wie gesagt, dieser Unterschied zwischen Wille und Zufriedenheit ist ein komplexes Thema, das in den Akida-Unterrichten behandelt wird. Und das zweite ist, dass Mekar, yani dieses Yemkurun oder Yemkurullah, dieses Vers, also ich habe es so übersetzt, sie machen Pläne und Allah macht Pläne, dass das besser so gelesen werden soll, dass sie machen Pläne und Allah macht ihre Pläne sozusagen zunichte oder so irgendwie. Also dass wenn man sagen wird, Allah schmiedet Pläne, dass es irgendwie so etwas Negatives ist, eine negative Konnotation, so als würde er jetzt irgendwie List haben, ungerecht sein, lügen und so weiter. Natürlich, es ist nichts Negatives. Erstens einmal, für Allah subhanahu wa ta'ala gibt es nichts Negatives. Die negativen Dinge, die negativen Handlungen, gut und schlecht, in Handlungen gibt es für uns. Und Allah ist keinem ethischen Kodex verpflichtet, sondern er macht, was er will, Nummer eins. Nummer zwei, die Pläne, die er macht, macht er nicht. Die bösen Pläne, die Menschen schmieden, haben immer das Problem, dass sie verlogen sind. Ja, man spricht über irgendwas Gutes, und das sieht man auf der Welt und
in vielen Systemen. Man spricht über was Gutes, macht scheinbar was Gutes, aber in Wirklichkeit macht man was Böses. إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن المصلحون. Wenn gesagt wird, macht kein Unheil auf der Erde, dann sagen sie, nein, wir sind doch die, die Gerechtigkeit verbreiten, wir sind doch die, die Gutes tun. Also, übersetzt es sinngemäß, ja? Surah Al-Baqarah, zweite Seite. قالوا إنما نحن المصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. Nein, sie sind die, die Unheil verbreiten, aber sie spüren es nicht. Das ist das Typische, diese menschlichen Pläne sind, das Problem ist, dass es so verborgen ist, es ist äußerlich, es ist gut, aber in Wirklichkeit ist es Unheil, was viele von uns machen. Ich rede jetzt nicht nur von Staaten, ich rede nicht nur von Politik, ich rede auch von uns, ich rede von Individuen, wie wir es sind. Wie oft machen wir das? Ja, scheinbar Gutes, aber eigentlich haben wir irgendwelche anderen komischen Pläne. Ja? Oder wenn es auch nur unbewusst ist, wenn es nur schlechte Absichten sind, wenn es nur schwache Absichten sind und so weiter. Das passiert. Und Allah handelt uns, er sagt uns, er legt es ja offen für uns. Er zeigt uns, wie er handelt. Er zeigt, was er will. Er zeigt, was unsere Zukunft sein wird. Das sind keine versteckten Lügengeschichten, wie das die Menschen machen. Es ist offen. Wer das lesen will, soll es lesen. Lies und schau, was dein Herr will. Und was dein Herr für Zukunft versprochen hat. Und dementsprechend wirst du behandelt. Wenn es dich nicht interessiert, und wenn es dich jetzt interessiert, dass du das haben willst, dass du dieses Land haben willst, dass du hier herrschen willst, dass du hier Geld haben willst, okay, mach das. Aber letzten Endes wird dein richtiges Leben schlecht aussehen, wenn du es nicht ernst nimmst, was Allah von dir will. Es wurde gesagt, dass wir bei manchen nicht kompetent genug sind, um einzuschreiten. Woher haben wir die Kompetenz zu erkennen, ob wir kompetent genug sind? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also wenn ich sage, wir können da was machen in bestimmten Dingen nicht. Und wo sollen wir erkennen, was wir machen können oder nicht? Es gibt so aus irgendeiner religiösen Tradition, keine Ahnung, dieses Gebet, aber es ist sinnvoll. Gib uns den Mut, das zu verändern, was wir verändern können. Gib uns die Geduld, das zu ertragen, was wir nicht verändern können. Und gib uns die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Das ist ein sehr guter Ausdruck davon. Ja. Aber natürlich, hier, die Frage ist noch, also das ist eine allgemeine Sache. Es ist natürlich schwer, praktisch zu entscheiden, okay, wo sind wir jetzt kompetent und wo nicht? Wo können wir jetzt uns Ungerechtigkeiten auf der Welt beseitigen und wo nicht, oder sitzen wir einfach da und sagen, ach, ich kann eh nichts machen und ich spreche ein bisschen mit meinen Freunden, es wird schon gut sein, so. Das ist nicht sehr schwer, aber wir haben natürlich eine Richtlinie. Fragt die Leute des Wissens, wenn ihr nicht wisst. Wir müssen uns an Leute wenden, die Wissen haben, wir müssen uns vor allem an Leute wenden, die die Offenbarung kennen. Weil die Offenbarung ist die Richtschnur dafür. Und wir müssen es an diese Leute, die Leute, die Offenbarung kennen, und die Leute, die auch die Situation auf der Welt verstehen. Und solche Leute muss man suchen. Ich sage, das soll unser Bestreben sein. Und wir sollen auch gemeinsam und möglichst vernünftig und möglichst mit sinnvollen Dings uns beraten und entscheiden, wo wir etwas machen können und wo nicht. Aber wir sollen nicht glauben, dass das, was jetzt um uns herum ist, unwichtig ist. Und der eigentliche Konflikt und die eigentliche Problematik der Welt liegt ja in diesem und jenem Land. Und das, wenn dieses Land nicht im Frieden lebt, dann können wir hier nichts machen. Also die Frage, die Verantwortung, die wir hier haben, ja, ist eine große Verantwortung und es ist kein Zufall, dass wir hier sind. Das heißt nicht, dass wir, die Umma ist ein Körper und wir leiden darunter, was irgendwo anders passiert. Aber es ist kein Zufall, dass wir hier sind und es ist kein Zufall, dass Allah uns bestimmte Verantwortungen gibt, die wir hier erledigen müssen. Und wenn man seine Kinder nicht mehr, und ich kenne viele solche Beispiele, wenn man seine Kinder nicht mehr erzieht,
weil man den Konflikt XY, der 5000 Kilometer weiter ist, unbedingt lösen muss, dann wird man sehen, dass sowohl die Kinder verloren gehen, als auch der Konflikt in 5000 Kilometer Ferne sich nicht löst, sondern vielleicht noch viel schlimmer wird. Und das ist etwas, was wir sehen, was wir tagtäglich sehen. Was man den Muslimen, ich sage nicht, dass die Menschen böse Absichten haben, aber es ist einfach schwierig. Und die Fitna der Zeit, Fitna, der Prophet sagt, das werden immer mehr am Ende, es werden mit der Zeit immer mehr Fittern kommen. Und Fitna hat etwas zu tun mit Verwirrung. Und das ist etwas, was wir leben. Der Prophet hat über eine bestimmte Zeit gesagt, die kommen wird oder die schon gekommen ist, das wissen wir nicht. Yahtaru fihi al-Halim. Eine Zeit, in der sogar der klug ist, der was Gutes will, der gute, intelligente Mensch verzweifeln wird, weil er einfach nicht mehr weiß, was er machen soll. Weil er einfach nicht mehr weiß, was er machen soll. Weil er einfach nicht mehr weiß, wo man hingehen soll, was man lösen soll, worum man sich kümmern soll. Und das ist ein Problem, das wir haben. Und letzten Endes ist die Antwort darauf liegt nicht bei meinen Emotionen, dass ich jetzt für das eine oder für die andere Sache stärkere Emotionen habe, sondern liegt letzten Endes in dem, dass wir uns zu Allah wenden und ihn bitten, uns zu zeigen, was richtig ist und was wir zu tun haben, und uns an die Leute des Wissens wenden und von denen einfach Ratschläge holen und uns auch untereinander beraten. Und den anderen ernst nehmen, nicht nur meine eigene Position ernst nehmen. Was soll Allah sehen, Muhammad, den meine Ehrlich, was auch wir sehen, das ist nicht mal fertig. La ilaha illallah, Allah, Allah, Muhammad.